die Swiss-Covid-App soll, wichtig, das klassische Contact-Tracing ergänzen, aber definitiv nicht ersetzen. Sie soll auch keine Menschen im klassischen Contact-Tracing ersetzen, weil dafür ist sie nicht gedacht. Sie soll aber eben die Fälle finden, die man vielleicht über das klassische Contact-Tracing nicht findet. Die Swiss-Covid-App ist ausgelegt momentan in der Pilotphase auf eine Sensibilisierung der entsprechend gewarnten Personen. Sensibilisierung derart, dass diese wissen, Achtung, du könntest infiziert sein. Bitte denke daran, bei dem allerersten Symptom sofort medizinischen Rat einzuholen und dann entsprechend dann auch sich testen zu lassen.